kann man schöner ein Let's Play Video beginnen als mit einer Wall of Text? Da schalten sofort alle ab, da bin ich ganz sicher. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Nordatlantik Fischer. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Netzfischen funktioniert, was wir damit fangen, wie wir es fangen und so weiter, Pommes, Blut und Netze sind Vorrichtungen aus Fasern, die in einer gitterartigen Struktur gewebt und zum Fischen verwendet werden. Fischernetze besitzen in der Regel Maschen, die durch Knüpfen eines relativ dünnen Fadens gebildet werden. Ich muss mal eben kurz einmal. So. Die ersten Netze wurden aus Gräsern, Leinen und anderen faserigen Pflanzenmaterial gewebt. Später wurde Baumwolle verwendet. Heute werden moderne Netze aus künstlichen Polyamiden wie Nylon hergestellt und es werden oft auch organische Polyamide wie Woll- oder Seidenfäden eingesetzt. Okay, das Aussetzen. Oh. Wow. Nein. Oh nein, ich will nicht. Und wir haben die großen Netze genommen. Nein. Oh, gut. So, was fangen wir mit dem Netz? Saisonmerkmale. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, oder? Fangwerkzeug. Schleppnetzfischen, das kann man auch alles machen, krass. Ja, in das Netz kommen ja keine Köder rein, ne? Da wird einfach eingesammelt. Gut. Also ich wüsste jetzt nicht, dass hier irgendwie steht, wie die gefangen werden. Oder hatten wir dazu irgendwo noch... Ah, wenn du eine Leine, ein Netz oder eine Reuse einholst, macht jeder Fisch oder jede Krabbe 6 bis 10 Zentimeter gesamt. Okay. Okay, okay. Gut. Ich glaube, wir können loslegen. Und ich würde dann einfach mal mit unserer fantastischen Besatzung hier... die jetzt auch wieder ausgeruht sind. Würde ich dann einfach mal gucken. Zwei Netze versus zwei von diesen Reusendingern. Wir wissen ja schon, damit wird das Boot voll. Also wir könnten drei von diesen mega langen Leinen nehmen. Was krass ist, ne? Also da muss es dann noch viel, 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 viel größere Schiffe demnächst geben. So, und dann würde ich jetzt einfach mal probieren, ob wir mit dem Netz dann auch die Fische fangen können. Kann man das vielleicht bei dem... Bei den Fischen selber? Nee, ne? Dann stimmt das auch nicht. Nehmen wir mal Rotbarsch. Tiefseefisch. Fange ich denn mit dem Netz Tiefseefische? Schade, dass das nicht so ganz so gut erklärt wird. Und ich bin sicher, es gibt auch Netzfischsaison und Co. Hätten wir besser doch mal das Tutorial gespielt, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. So. Gut, versuchen wir es mit unserem Thunfischvorkommen her. Das kennen wir ja schon. Ja, da kann ich nicht überqueren, komm. So. Wobei das natürlich nicht vergleichbar ist. Wir müssten dann eigentlich hier in den Seelachsbereich wieder rein, wo wir zuletzt auch waren. Damit es vergleichbar ist. Das machen wir auch mal. In den Seelachs-Rotbarsch-Bereich. So, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dieses Boot, ne, das viel größer ist und bisher nur den Standardmotor drin hat, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, es ist langsamer. So, außerdem ändert sich jetzt gerade der Monat. Da ist natürlich Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben, was schade ist. Ja, und ihr werdet gleich einen Garderoll erleben, der kurz vor der Verzweiflung steht, denn wir müssen natürlich jetzt das Boot passend da reinschaukeln und das hat mich schon damals... Boah. Also Netzfischen machen wir nie wieder. Wenn wir mal eben gucken, um die Wirtschaftlichkeit natürlich abzuchecken hier. Die kennen mich. So. Okidoke. Los kann's gehen. Wir packen mal hier den Herrn Derek. Der soll mal hier 165 Meter Netze vorbereiten. Haben wir jetzt nur eins gekauft? Ne, zwei stehen da, siehst du. Ja, und zwei Mann zum Netz einholen. Und zwei Mann zum per Maschine ausnehmen.
Oder sagen wir mal, wir können das mit zwei Mann machen. Wir können ja hier. Das können wir gleich in Ruhe gucken. Wir müssen jetzt erstmal losfahren. Oh, das sieht fantastisch. So, warum kann er nicht. Achso, der bereitet die noch vor, oder was? Scheint länger zu dauern. Ich muss erst noch die Netzknoten machen oder so. Oder wir sind hier in zu tiefen oder zu hohem Gewässer. Auch möglich. Netz einholen. Netz einholen. Okay, das kann der Rudi, kann damit helfen. Okay. Wir sind wahrscheinlich in zu tiefen Gewässern, ne? Gucken wir mal, ob dazu was steht. Fangwerkzeug. Aber hier. Aber die sind hier nicht in so tiefen Gewässern, ne? Das kann man ja in der Färbung erkennen. Würde ich sagen. Wir sind hier ziemlich in dunklen Gewässer. Dann machen wir mal das hier oben. Müssen wir nur in den Mitarbeiter wieder rausziehen, ist ja gleich wieder müde. So. Versuchen wir es mal hier in dem blauen Bereich. Hätten wir doch bis das Tutorial gespielt. Steht da gleich in den Kommentaren, ich sehe schon wieder. So. Na dann komm. Was natürlich einen charmanten Vorteil hat, dass wir nicht so lange Reisewege haben, aber natürlich jetzt auch eine schlechtere Vergleichbarkeit. Schauen wir mal, was wir hier so fangen. Wenn wir hier überhaupt was fangen. So. Nächster Versuch. Ich muss ja wohl jetzt nicht doch das Tutorial spielen, ha? Huh? So, der Schiff gibt automatisch Gas. Und wir sitzen hier in diesem. Jetzt kann man so schwer erkennen, ne? Aber naja. So mit Autopilot wäre natürlich cool, ne? Wenn hier Autopilot, könntest du ja. Und jetzt müssen wir halt möglichst gerade unterwegs bleiben. Ja, und 165 Meter dauert. Oh, auswerfen beenden, beschädigt Netz. Sollten wir nicht tun. Und jetzt gucke ich mal. Muss ich jetzt nach links? Nein, ich muss nach rechts. Und das ist halt das Verwirrende hier. So, dann wird jetzt, kann man sehen hier, da wurde jetzt jede Menge Netz wurde ausgelegt. So, und jetzt müsste der eigentlich das zweite Netz vorbereiten. Das steht zumindest, der Eimer mit dem Netz steht schon mal da. Aber wir wissen ja, wir müssen dann immer ein bisschen Abstand gewinnen. Deswegen drücke ich mal immer auf die Tube. So, und Nummer 2. Guck mal hier, wie schön das animiert ist. Da rutscht das Netz wirklich hier runter. Pudel und Kern munter. Und da müssen wir nochmal richtig Gas geben hier. Und da bin ich gespannt. Müssen wir mit zwei Leuten einholen. Und auch hier wahrscheinlich dann rechts neben dem Netz parken. Bereiten Ausrüstung vor. Kochen im Gange. Also ich würde ja lieber am Herd kochen als im Gang, aber gut. Im Gange, du bist so doof. Das heißt im Gange. Im Sinne von... Ja,
So. Sehr gut. Dann du einmal zurück. Dann drehen wir mal kurz eine Ehrenrunde, so wie ich damals auf der Schule. So. Und dann würde ich sagen, ankern wir mal kurz. Und zwar, sagen wir mal 10 Stunden oder so. Oder weiß ich nicht, wie lange. Oder kann man die sofort reinholen? Wenn man da 6 Stunden. Da hat noch nichts gebissen. Zwölf Stunden. Es regnet auch noch. Hat noch nichts gebissen. Aber cool, ne, dass wir jetzt im Schiff selber dann auf die Sachen drauf gucken. Machen wir nochmal 6 Stunden. Okay, es wird grün. Grün heißt vor blau, ne? Wobei das den Herrn Söder sehr ärgern würde. Jetzt haben wir's. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir 2 Leute zum Reinholen. Das macht mal der Netz einholen. Netz einholen. Das macht mal der Rudi, der geht mal per Maschine ausnehmen. Und die Emma. Und der Viktor. Und der Derek. Die können das eigentlich gar nicht so gut, ne? Aber die Mitarbeiter lernen das ja auch, wenn die es machen. Lernen durch Schmerzen sozusagen. So. Eigentlich würde ich ja gerne auch selber ausnehmen. Mit einem Kollegen zusammen. Ich weiß gar nicht, was die dann auch jetzt machen. Ob die dann irgendwie die Fische fangen, selbst einfangen müssen oder so. Ich kann den Mitarbeiter nicht zurückbewegen. Doch. Hä? Ich bin verwirrt. Gut, mal einmal machen wir es mal selber hier. Also beides. So. Was muss ich denn jetzt wieder machen? Was ist denn mit seinen Beinen los? Aha. Ich muss die Fische fangen. Boah, was für dicke Brocken. Ja, also ihr ahnt schon, meine Motivation, das zu machen hier, ist jetzt so ausbaufähig, würde ich sagen. Oh, da war perfekt. Oh, ich habe richtig Bock drauf, das zu machen. Komplett wasted hier. Oh, wie viel muss ich denn davon? Warum sieht man das hier nicht? Sonst sind es aber 15. Oh, ein Rotbarsch. Hm, verfehlt. Oh nein. Aber da sieht man schon den Sinn guter Mitarbeiter. Frag mich, wie das in der Realität ist, ne? Also nicht so, glaube ich. Boah, Alter. Boah, die sind hier. Boah, guck mal.
Oh, 8000 Tonnen. Das war nicht so gut. Okay, das zweite machen wir mal mit Besatzung. Und die sind am Schneiden hier im Akkord. Das muss ich mir auch mal angucken, wie das aussieht. Ich würde das gerne mal einmal selber machen. Warte mal. So, der hier ist ja der schlechtere. Ich kann dir gar nicht helfen. Okay, das geht automatisch, dann kann ich das nicht mehr machen. Okay. Schade um das schöne Messer, was wir gekauft haben. Aber wir haben es ja einmal in Action gesehen. Ausnehmen per Hand. Per Maschine. Nimmt 1000 Fisch die Stunde aus, nimmt 900 Fisch die Stunde aus. Also muss der Rudi das machen. Wobei der Derek sieht noch ein bisschen besser aus, als wenn das noch ein bisschen besser könnte. Ich bin ein bisschen verwirrt. Achso, das eine ist Erschöpfung oder was? 85? Der Rudi kann das echt besser. Krass. 900 pro Stunde. Okay, wir nehmen das nächste mit Netz schon mal. Ja, und das habe ich jetzt selber gefangen. Das war nicht so gut. Da sind sie hier am Orgeln. Hier, guckst du die an. Und so. Und da vorne, da sehe ich ganz am Ende eine Boi. Und jetzt wird spannend. Bremsen! Zack. Jetzt haben die eigenständig eingeholt. So, jetzt mal gucken hier, ob die das besser können. Da bin ich ja mal skeptisch. Alter, das... Da hinten wird geschrubbt. Hier ist es super. Kann mir natürlich nicht vorstellen, dass es besser können als ich. Steht hier jetzt auch eine Info? Netz einholen. Boah, 1000 Fisch pro Stunde. Das ist aber auch schon... Alexa, wie viel ist 1000 durch 60? 1000 geteilt durch 60 ist ungefähr 16,6667. 16 Fische pro Minute. Puh. Okay, so, wir haben jetzt 14.000. Wird das jetzt immer mehr, wenn die mehr reinholen? Oder war ich wirklich so gut? Die sind fertig. Boah, das ist ein bisschen enttäuschend. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie das bei der Schnellreise ist, wenn wir jetzt Folgendes machen. Wir lassen die beiden sich jetzt mal ausruhen. Wie schnell hier die Werte rübergehen, wenn wir jetzt zum Beispiel...
8000 nur. So, 9000 wären noch drin. So, jetzt machen wir folgendes. So. Ja, die arbeiten während des Fahrens weiter. Aber interessanterweise konnte ich ja letztlich noch selber Hand anlegen. Ne? Und wir können theoretisch jetzt nochmal die Netze auslegen, weil die bedürfen ja eigentlich keines Köders. Jetzt sind sie fertig. So, die Frage ist jetzt, kann ich das selber und wie viel haben wir verdient? Wahrscheinlich nicht so viel. Und es scheint mir auch aufwendiger zu sein. Okay. Die Maschine läuft einfach mal weiter. Ja, ist ja Geld vom Alten, ne? Der Alte muss ja hier, das Geld bezahlen, ist ja klar. So, wir verkaufen wie immer. Und jetzt gucken wir mal. Zwei Netze. Vom Aufwand her war das jetzt weniger Aufwand. Würde ich sagen, weil wir mussten nicht 500 Meter mit diesen langen Leinen fahren. Und wir bekommen nur 76.000, ja, siehst du? Also das ist, boah, der Treibstoff schon so teuer. Was wir jetzt als nächstes testen könnten, wäre auf diesem Schiff, können wir es ja auch noch machen, dass wir umstellen auf Hummerfischen, Tiefseeleinfisch. Das kennen wir ja schon, ne? Aber können wir bei Tiefseeleinen fischen? Können wir da denn... längere Leinen nehmen? Oder you name it. Was hatten wir denn da? Ich stell mal um. Genau. Und jetzt Fischgeräte. Dann wird zuletzt 8, ne? Kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, werde ich jetzt aber mal offline testen, denn das Tiefsee-Leinenfischen kennen wir ja schon. Und dann werden wir uns wiedersehen, wenn ich den Fisch, den ich dann gesammelt habe, verkaufe. Und ich glaube, unser Favorit, wie wir dann mit diesem Schiff noch ein bisschen Geld machen, steht dann auch fest. Wir sehen uns wieder. Obwohl, wir müssten eigentlich noch die Hummer. Wir müssten eigentlich noch die diese Krabben-Hummerfischen-Sortieranlage-Dingsbums. Ach, lieber Gott. Wir schauen mal. Also bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Tschüss.